Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes Chapter One. Ja, ehrlich gesagt konnte ich jetzt eine ganze Weile nicht spielen, weil ich erkältet war. Das hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber wenn ich erkältet bin mit meinem Gendefekt, ist das meistens so, als ob ich eine mittelschwere Grippe habe. Deswegen war das nicht so toll, wenn meine Nase so zu ist, eine Aufnahme zu machen. Leider habe ich jetzt so überhaupt gar keinen Plan davon, was wir jetzt eigentlich genau machen wollten. Ich habe hier oben rechts Johns Zeichnung gefunden. Ich kann mich auch noch vage daran erinnern an diese ganze Szenerie. Das Einzige, was ich jetzt nicht zuordnen kann, ich habe mal auf der Karte geschaut gerade. Ich habe hier mehrere Punkte, wo dieses M steht. Da war noch irgendwo, hier zum Beispiel ist auch noch ein M. Ich befürchte, dass das nicht... Das ist die Wohnung, alle Hinweise erhalten. Ich befürchte, dass das wohl nicht unser Zielort gewesen ist. Aber ich bin mir nicht so sicher. Obwohl hier unten, Verkauf von Kunstwerken, da habe ich mir anscheinend ein Pfeil hingemacht, dass wir da nochmal hingehen sollten. Warum, weiß ich jetzt allerdings nicht so genau. Ich hatte die Fotografie zuvor Mr. Mercurius Wohnung gefunden. Die Zeichnung zeigt eine schwangere Frau mit rituellen Stammesnamen im Gesicht. Ja. Ich würde dem Ganzen gerne nachgehen, habe aber ehrlich gesagt nach so langer Zeit überhaupt gar keine Ahnung mehr, was wir noch machen sollten und wollten und können. Das heißt, wir werden jetzt erstmal, so geht das, erstmal Richtung Kompass gehen und schauen. Wahrscheinlich ist das ein komplett andere Quest. Find hidden treasure. Wie ihr hört, ich habe auch noch ein bisschen Probleme mit der Stimme, deswegen es tut mir leid, wenn ich mich hin und wieder mal räuspern muss. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Hafenverwaltung. Mal gucken. Wir stehen jetzt im Endeffekt genau da, wo wir eigentlich hin wollen. Können wir mit dir reden? Sherlock Holmes, your brother Mycroft sent his regards. Oh, how touching. Perhaps one day he'll do it in person. Look, I just tell you what they tell me. And you've done it admirably. Good show. I'm confident that with a bit of effort, one day you might even send regards to the king himself. Goodbye. Wait, no. I haven't told you yet. Of course, let me guess. Mission urgent, fate of the nation, etc. Mycroft busy with his tea parties, is he? Right. So, one of our agents has been involved in an accident and can't send us the confidential document she's obtained. We need you to go and ensure the job is completed. So, yes, urgent mission, fate of the nation. So, Mycroft needs another errand boy. And you are presumably too incompetent? Oh, don't give me that look. I'll go and check on your agent. Send Mycroft my regards. The details are in this note, Mr. Holmes. If I were you, I'd start to take this more seriously. Lives are at stake. Ja. Und da ist noch was gewesen, was ich total vergessen hatte, ehrlich gesagt. Nämlich, dass als wir, glaube ich, zurück zum Anwesen gegangen sind, uns ja jemand angesprochen hatte, der von Mycroft kam. Instruktionen des Agenten. Microsofts Agentin hatte an der Kreuzung Baskerville Street und Reed Street im nordwestlichen Teil von Scaladio einen Unfall. Finden Sie sie und nehmen Sie die Dokumente an sich, in deren Besitz sie gelangt ist. Übergeben Sie sie dann dem Agenten, der auf dem Platz vor dem Rathaus wartet. Der Mann fürchtet sich vor Feuer. Sie werden es an seinem Gesicht erkennen. Okay. Nothing ever changes. I'm pulled back and forth between my brothers playing all their silly games. Hey, at least mine have fun. Na, was hast Don't du you have an assignment to work on? Ja, deswegen habe ich gedacht, ich könnte mit dir mal sprechen. Aber nein, offenbar nicht. Haben wir denn hier Johns Verwandlung, lebender Toter? Nö, da haben wir jetzt nichts, was wir jetzt nutzen können, um das anzuhängen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Karte und auf den anderen Punkt. Wo war er denn? Hier. Ich hoffe, das ist jetzt der Punkt, wo wir
wo wir hin müssen. Ja, sonst haben wir keinen anderen Punkt. Ich dachte, ich hätte noch einen mit M gesehen, aber dann war das wohl nur ein Trugschluss. Okay, dann werden wir mal dahin reisen. So. Theoretisch. Muss ich mit dir reden? Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Ja, damit haben wir dann von diesen Schafshirten, sag ich mal, noch eine neue Quest angenommen. Das ist ja doof. Ich dachte, das gehört jetzt zu der Quest, weil da auch was mit M stand. Wieso geht das? Ah, jetzt. Eine quickende Erpressung, das dürfte das von jetzt sein. Nee. Agentin. Ach, Quatsch. Eine erquickende Sackgasse und danach Erpressung nach Plan. Genau, so rum. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt erstmal... Nein, nicht rausgehen. Das war die falsche. Ach so, blau ist links. Ah. Und nicht auf die Karte gehen, bitte. So, erquickende Sackgasse. So, Hinweis anheften. Dann schaue ich nochmal auf die Karte. Und habe keine Ahnung, wo ich dann hin muss. da stand doch was drin, wo das war, oder? Kreuzung Baskerville Street und Reed Street. Nordwestlichen Teil von Scaladio. Scaladio. Wo ist Scaladio? Hier. Nordwestlicher Teil. Baskerville Street und Reed Street, glaube ich, war das, ne? Hier so. Also da ungefähr müssen wir hin. Dann reisen wir da nochmal hin. Es tut mir leid, dass es so chaotisch ist gerade. Ja. Müssen wir jetzt in die Richtung? Ich schaue besser nochmal nach, bevor ich jetzt hier wieder komplett falsch laufe. Rechts rum und dann so schräg. Also dann eigentlich links rein, geradeaus und dann rechts. Okay. Ja, es ist wirklich, wenn man länger nicht mehr gespielt hat und man gerade bei sowas wie hier, wo man dann keine richtige Geschichte in dem Sinne verfolgen kann, sondern so eine Open World hat, wo ja, man so viel falsch machen kann mit dem Hin- und Herlaufen. Oh, darf ich hier durch? Guten Tag. Sir, what do you think you're doing? Officer. Oh, I know you. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo case, eh? Well, presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer... Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? Ja, ich hoffe, dass das jetzt richtig war, aber ich denke, ja, ja, doch, okay, das ist hier die Kreuzung. Was können wir denn hier noch machen? Erstmal können wir mit ihr anfangen. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ich kann, ach doch, jetzt. Wollen nicht so rum, lass uns erstmal untersuchen hier. The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. Ja.
This pendant looks like it may contain something. Let's see. Okay, scheinbar nicht unsere Dokumente. Ein leerer Zettel, okay. Ist natürlich sehr sinnig, wenn ich dann rechts und links gehe. An impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold, the killer curb. Guck mal hier, Schlüssel. Moment, das ist ein Schlüssel. It takes two to tango. I'll find a use for it. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Damn crooked cops. Come on, concentrate. I didn't see her, I swear. She came out of nowhere. I heard someone collide with my car, and when I turned around, she was lying there dead. Okay, kann es denn nur so eine spontane Idee vielleicht sein, dass jemand sie da reingeworfen hat? Also so dagegen geschleudert, dass sie schon tot war? Sir, I've heard the same not my fault lie 1000 times. I wasn't born yesterday. Okay, also der scheint hier nichts wirklich aufklären zu wollen. Wir haben nur noch sie. Können wir hier rein? Okay, haben wir hier irgendwelche Zeugen, die wir ansprechen können? Halt, stopp. May I ask for your assistance? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. This isn't working. You might need a different tack. Ja, ich weiß. Aber wie soll ich rangehen? Ich meine, ich brauche ja einen Zeugen. May I ask you something? So, you think if you have money, we should bow to your whims? No, sir. Boah, ernsthaft? Muss ich mich jetzt hier wieder umziehen, oder was? May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you May asking I ask for your assistance? What and dressed you shouldn't what? Have left your mansion. You won't get any answers from me. Okay, was haben wir jetzt mit Johns Tagebuch? Der hat doch gerade irgendwas gesagt. Sherlock geht nach wie vor Passanten auf die Nerven und damit auch langsam mir. Warum stellt er nicht die richtigen Fragen? Ja, welche richtigen Fragen? Oder haben wir hier was Neues bekommen? Moment. Unfallort. Aha, versteckt im An... Ach so! Ja gut, beim Untersuchen der Leiche fand ich einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich da die Leute mit drauf ansprechen soll, aber ich versuche mal help so. Help me, please. I'm so sorry. I can't help you, sir. May I ask you something? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Ja, natürlich mache ich das absichtlich. Ich will ja versuchen, den Fall zu lösen. I've brought such tragedy to my family. Hallo? Sir, I've heard the same not my fault oh, lie ja, 1000 ja. times. I wasn't born yesterday. Ha! Always take care when walking beneath balconies. Mhm. Unter Balkonen? Wieso? Okay, jetzt kommt mir das Ganze irgendwie noch mehr suspekt vor. Is this familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Can you satisfy my curiosity? I'm so sorry. I can't help you, sir. This isn't working. You might need a different tack. Aber das ist was ich bei Sherlock Holmes wirklich hasse. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder dieses dumme Spielchen, dass ich mich umziehen muss. Weil auf sowas kommt man natürlich nicht als erstes drauf. Help me, please. I usually have an answer for everything, but not for this. Seid ihr alles nur dumme Gaffer, oder ist da wirklich keiner, der den Unfall gesehen hat? Can you satisfy my oder curiosity? Den Mord? His Majesty came out of his palace. I know nothing. You obviously haven't thought. How do you turn a simple accident into a tasty case? Add some spies. Spione, okay. Was ist denn mit dem Typ hier hinten mit der Waffe? Could you help me? No and no. You are not getting anything from me. Ja, also ich habe wirklich die Befürchtung, dass wir uns schon wieder umziehen müssen. Could you help me? Don't be angry with me, sir, but I don't know. You obviously haven't thought this all through.
Or are you just annoying these people on purpose? Ja, ich mache es absichtlich, verdammt. Was ist denn mit dem Schlüssel? Kann ich den drauf machen? Und der Polizist sagt mir da vielleicht irgendwie was zu. Mir ist auch er. I've brought such tragedy to my family. Sir, I've heard the same not my fault lie 1,000 times. I wasn't born yesterday. Finden Sie sie und nehmen Sie die Dokumente an sich, in deren Besitz sie gelangt sind. Kann ich mir den Garderobe, wie konnte ich mir denn nochmal die Sachen ansehen, die ich im Inventar habe? Irgendwie ging das doch. So war es nicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie es war. Das ist doof. Oder kann ich hier eins weiter noch? Nee. Ich stehe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auf den Schlauch. Allerdings auch was... Moment, nee, das waren noch die Instruktionen. Chemische Analyse. Ich sagte ja, ja, ich werde mir dieses Spielchen nicht wieder antun, weil das kann sowieso nichts geben. Da haben wir auch keine. Minus zwei. Das müsste man eigentlich hierhin machen. Aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Das und noch eins minus eins. Keine Ahnung. Wir werden es jetzt wie immer überspringen, weil das ist doch sehr lästig hier. Moment, das ist links. Ja, möchte ich. So, auf dem Zettel wurde mit unsichtbarer Tinte eine Adresse geschrieben. Nordwestlicher Teil von Scalario an der Kreuzung Reichenbach Road und Hazzonetti Street nach dem Vogelzeichen Ausschau halten. Okay, also in der Nähe von da, wo wir jetzt sind. Kreuzung Reichenbach und Hazzonetti. Reichenbach und Hazzonetti. Hazzonetti, Reichenbach. Da ist die Kreuzung. So, das heißt, wir müssen nach links und die zweite rechts. Allerdings stand ich jetzt gerade. Von hier aus gesehen ist es dann nach rechts. Ja, okay. Hätte ich jetzt auch oben sehen können eigentlich, ne? Aber egal. Okay. Die zweite nach rechts. Was ist das denn für ein Ding hier? Das ist ja eine richtige Dampfmaschine. Ach, das ist ein... Och, du Schande, das ist eine Feuerwehrwagen gewesen. Oh je. So, und hier gleich an der Kreuzung nach dem Vogelzeichen Ausschau halten. Gehen wir mal aus dem Weg hier, wird man. Das ist eine Nähmaschine. Come closer and try something on. You won't regret it. Kleidungshändler, jetzt muss ich mal eben schauen. Wo sind wir jetzt genau? Sind wir eigentlich schon ein Stück zu weit? Wo soll denn da ein Vogelzeichen sein? Also es müsste hier an der Kreuzung sein. Aber einen Vogel sehe ich nicht. Die meinen auch nicht das Ding hier auf dem Boden, oder? Junge, was willst du? Geh mir mal aus dem Weg hier. Das ist eine Zeitung. Kann ich hier rein? Oh, Sherry, leaving that rickshaw driver in that mess without even trying to help him. I have no time to play hero, John. If not him, that officer would find another scapegoat. Was für eine Herausforderung. Too, Sherry. Was für eine Herausforderung. Ich habe gar nichts mitbekommen, Leute. Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. Vogelzeichen. Ist hier drin irgendein Vogelzeichen?
One bed, one table, and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Mycroft spies. Okay, ich habe zwar kein Vogelzeichen gesehen, aber anscheinend sind wir hier richtig. Gut. Können wir hier kein Tagebuch oder sowas lesen? Da, Moment. Reminds me of the mess in your room, John. Okay, drei Hinweise. Fake passports. I guess nothing is a crime if you're working for the Crown. Nein. I've always wanted to try something new. Da, hat der sich den einfach stibitzt? Ich glaub's nicht. Okay. Was haben wir hier? Being a secret agent isn't easy. Da muss man aber trotzdem bei klarem Verstand sein. Einen klaren Kopf haben. A brand new model. Naja, es kommt drauf an, aufs Fältchen ja auch untertast ist. Okay. Ah. Whoever broke in clearly does not appreciate lockpicks. Nee, aber offensichtlich hatte das mit unserem Schlüssel zu tun. The documents may have been stowed in here, but they're gone now. Hm. Aber ich habe doch jetzt schon drei Hinweise. Das hier war doch auch eben noch einer. Ist hier wieder irgendwas? Ist das jetzt wieder verbuggt oder? A brand new model. Ja, das ist toll. Ach so. Ich habe es jetzt aus Versehen weitergeklickt. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt selber nicht ganz mitbekommen. Aber der erschreckt mich aber auch jedes Mal. Aber das scheint was damit zu tun zu haben. So, hier ist, glaube ich, einer eingebrochen. Oder was ist das hier? A brute force intrusion rather than a stealthy sneak-in. Okay. The wax is still warm. Ist das jetzt der Türknauf oder was? Primitive, but efficient at breaking windows. Sloppy work. Unprofessional. Someone was in a hurry. Mycroft's documents were stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. Den Hinterhof inspizieren. Okay. Alle Hinweise erhalten, das ist schon mal gut. Wie komme ich denn in den Hinterhof? Der ist ja theoretisch hier. Also, hier kann man nicht rein, ne? Jetzt steht der da hinten. Oder kann ich jetzt doch die Tür, das Fenster da hinten öffnen, dass ich da rumkomme? Mal probieren. Genau. Also, der Hinterhof sieht aus, als ob man den entweder von rechts oder von links betreten könnte. Jetzt steht er hier vorne, hä? So. Das heißt, der Hinterhof. Guck mal, von hier links erstmal. Da komme ich nicht rum. Ah, da komme ich rein. Geh mir mal aus dem Weg hier. Ich muss hier einen dringenden Mordfall lösen. Ich denke, dass es ein Mordfall ist. So, irgendwo... Hier sollte jetzt eigentlich das Fenster sein. Das müsste hier das sein. Okay. Ich kann noch was Neues anpinnen, sagt er mir. Glas, hier ist auch noch Glas. Wie konnte ich denn, das war die Fotokamera, ach damit, okay. Aber da sind keine Hinweise, die man irgendwie nutzen könnte.
Die hat gesagt, ich soll mir den Hinterhof genau ansehen. Das mache ich hier gerade, aber... Oh nein. Oh, das arme Pferd. Sollte ich das tote Pferd im Hinterhof sehen? War es das? John, sag's mir. Aber ich sehe so gar nichts. Außer das Blut. Aber ja, das sieht man tatsächlich nur dadurch. Wenn ich ein Foto mache, ist das auch nicht drin, oder? Also, ich sehe Blut, aber ich kann es nicht anvisieren. Warum ich es jetzt nicht anvisieren kann, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und unsere Folge wird gerade immer länger. Das ist natürlich doof. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Das ist natürlich super. Spuren. Ach so, Nina. Och, kommt, Leute. Ich hasse sowas. They were in such a hurry that they cut themselves. Genau, er hat sich geschnitten. Hat er noch andere Spuren hinterlassen? Fußspuren zumindest? Nochmal Blutspuren? They injured themselves pretty seriously. Okay. Anscheinend ist er hier durchgekommen. Da ist nochmal Blut. Look at the amount of blood. Does it mean they were waiting here for something? The police patrol schedule sends officers along here regularly. Our thief wasn't waiting. They were hiding. Gut, die Bekleidung hat er weggeworfen. Da ist nochmal eine Fußspur. The blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. Okay. Sagt mir, in welche Richtung er ging. Ja. Warum vibriert mein Controller gerade so? I can almost smell him. Schläft auf dem Bauch, freundlich französische Sängerin. Okay. Und er ließ eine Blutspur und ist noch in der Nähe. Mal schauen. Achso, neuer Schnellreisepunkt. Ich dachte gerade schon. Okay, die Leute kommen mir gerade entgegen. Ist dehydriert. Oh, das ist aber nicht gut. Trägt verstecktes Messer. Aber der läuft nicht so, als ob der verletzt ist. Fälscher? Okay, was der nicht alles so sieht. Ja, aber ich habe jetzt hier nichts, was ihn jetzt irgendwie verraten könnte. Die Spur. Wir entdeckten Blutstropfen auf dem Wäsche. Die Spur. Blutspur endete abrupt. Wahrscheinlich war es dem Einbrecher gelungen, die Blutung mit einem Verband zu stoppen.
Als wir der Spur des Einbrechers folgten, stießen wir auf eine Frau, die vor dem fliehenden Einbrecher umgerempelt worden war. Ach so, ja, die könnten wir ja mal befragen. Der Einbrecher muss irgendwo in der Nähe der Brücke sein. Na, wo ist die Frau? Oh, men are always in a hurry. And women always pay the consequences. Ja, das bringt uns jetzt nicht viel. Could you help me? Why don't you go and ask your rich friends? Weil ich keine habe. Ich habe gar keine Freunde. Außer ein Trugbild in meinem Kopf. Okay. Help me, please. Why should I care about your troubles when you don't care about mine? This isn't working. You might need a different tack. Ja, aber wie soll ich ihm folgen? Jetzt mal ganz ehrlich. Hat ein was? Was, was? Hat ein Mops. Ja, toll. Das war jetzt tatsächlich die Information, die ich dringend gebraucht habe. Okay, Töpferin. Mag Katzen. Betrunkene. Die sieht aber nicht nach einer Deutschen aus. Buchmacher. Tja, in der Nähe der Brücke kann ja alles sein, ne? Polizeispitzel, oh. Okay. Na? Er ist seit kurzem hier. Ja, aber der hat keine Wunde. Wahrscheinlich ist er irgendwo hier drin. Nur das Problem ist, dass die Folge jetzt auch schon fast eine halbe Stunde ist, beziehungsweise laut meiner Uhr etwas über eine halbe Stunde. Und ich immer noch keinen richtigen Plan davon habe, wo wir den jetzt finden können. Ja, deswegen würde ich sagen, dass ich mir eventuell hier noch ein bisschen umschaue oder das dann bei der Aufnahme wieder mache. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen, weil aktuell stehe ich hier ehrlich gesagt so ein bisschen auf dem Schlauch. Vielleicht können wir doch mal gucken wegen Hinweisen oder so. Die Leute befragen scheint ja nicht so gut anzukommen, deswegen, naja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge so machen können. Halt, stopp! Einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Wir haben diesen Mann hier eben zwar schon durchleuchtet, aber ehrlich gesagt habe ich gar nicht so richtig gelesen, was da drin stand, weil da stand, dass er eine verbundene Hand hat und ich hoffe inständig, dass er uns weiterhelfen kann. Ich hatte jetzt währenddessen oben, achso, das sollte ich vielleicht wieder ändern für diese Sache. Ich hatte oben jetzt schon mal was anderes reingemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht komme ich damit. Das war das mit der Sackgasse, ne? Es gibt keine Zufälle. Unfallort. Das war es, glaube ich, was man drin haben musste. Weil ich gedacht hatte, vielleicht komme ich mit der anderen Sache weiter. Allerdings hat das jetzt nicht geklappt. Aber da fiel mir auf, dass der eine verbundene Hand hat. Und da schauen wir doch mal eben, ob das unser Mann ist. Wenn nicht, muss ich diese Aufnahme einfach löschen. Kann ich von hier aus mit dem reden? Ja. Piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents? And who is he? Huh. Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Okay. Haben wir ihn jetzt darunter gestoßen? Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. There's something bigger brewing, John. We should inspect the poor man for any leads. Okay. What did you get yourself into? Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, schon wieder eine Kuh hier. Kommen wir hier runter? Ja, ne?
Ich hatte zwar gehofft, dass er uns weiterhelfen kann, aber nicht, dass seine Leiche uns eventuell weiterhilft, sondern dass er uns weiterhelfen kann. Oh. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Okay. Hey, da war doch gerade was. Expensive clothes. Pretty worn out, though. Oh. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. Okay. A family insignia. Typical nobleman fashion. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. I suppose it may help in understanding the situation. So, haben wir jetzt das Foto auch erhalten? Fotografie für Microsoft, okay. Ach, das war eine Herausforderung, okay. Wenigstens habe ich jetzt mitbekommen, dass er was gesagt hat. Ja, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass wir mit dem Rest bei Erpressung nach Plan weitermachen sollen. Ich habe die Hauptstory aber ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz abgeschlossen. Deswegen versuche ich noch irgendwie herauszufinden, wie wir da weiterkommen. Wenn nicht, machen wir in der nächsten Folge mit dieser Mycroft-Sache weiter. Ja, das habe ich jetzt noch schnell hinten dran gehangen. Entschuldigt für die Verwirrung, aber ich bin hier nochmal alle Personen durchgelaufen und habe den dann anvisiert und dabei gedacht, nein, so doof kannst du jetzt nicht sein. Und ja, wollte das Ganze dann doch nicht trennen, sondern lieber in einer Folge zusammenschneiden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.